Cakewalk ist eine DAW, Digital Audio Workstation, also eine Software, um eigene Musik zu produzieren. Solche DAWs gibt es ganz, ganz viele und Cakewalk ist dabei nicht einmal eine der bekanntesten. Aber wenn du ohnehin auf der Suche nach einer passenden DAW für dich bist, mit der du professionell arbeiten kannst oder einfach von anderen Menschen hören willst, wie gut dieses kostenlose Ding ist, dann verrate ich dir jetzt mindestens 10 Gründe, warum ich seit knapp 25 Jahren diese Software richtig gut leiten kann. Also so richtig gut. Die braucht sich übrigens auch nicht vor den Platzhirschen verstecken. Ganz im Gegenteil, im Internet gibt es genug Tests, bei der man viele DAWs miteinander antreten hat lassen und welch Überraschung, sie alle klingen exakt gleich. Und dabei sind viele von denen gar nicht mal so günstig. Und die kann man teilweise nicht mal mehr kaufen, sondern nur noch mieten. Vielen Dank, Adobe, für dieses tolle Vorbild. Also, hier nochmal 10 Dinge, die ich an Cakewalk gut finde. Und der letzte Grund wird dich überraschen. Jetzt bei Mach's dir selbst. Clickbait, check. Yahudi, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Fangen wir gleich an mit Grund Nummer 1. Cakewalk ist kostenlos. Ja, es ist ja offensichtlich, Cakewalk ist kostenlos, aber das ist keine Selbstverständlichkeit. 2016 habe ich für meine Platinum-Version noch 500 Euro zahlen müssen. Ältere Versionen hatten dabei auch ähnliche Preise. Und die Software hieß auch nicht immer Cakewalk. Also, zu Beginn schon. 1987 kam Cakewalk 1.0 für MS-DOS raus und wurde bis 2000 weiterentwickelt und hieß dann noch Cakewalk Pro Audio 9. Mein Einstieg war damals Cakewalk Pro Audio 6 in der Demo-Version. Kohle hatte ich als 16-Jähriger für sowas nicht und von irgendwoher habe ich dann die CD, also es war in irgendeiner Zeitschrift was dabei. Naja, war voll funktionsfähig mit einer einzigen Ausnahme. Speichern war nicht möglich. Aber ich war hin und weg von den ganzen Möglichkeiten, die man mit so einer Software hat. Und so habe ich dann quasi ein Jahr lang Projekt für Projekt erstellt, mich an der Nummer satt gehört, Cakewalk geschlossen und das Projekt war für immer weg. Tja, zumindest konnte ich kurz darauf Version 2.0 auf Diskette ergattern und die lief dann auch schon unter Windows. Konnte zwar kein Audio, aber das war mir damals völlig egal. Ich war damals fasziniert von MIDI. Noten in den Computer reinklicken mit der Maus, Play drücken und dann kommt die Musik. Absoluter Wahnsinn. Ja, und nach der Pro Audio 9 kam 2001 dann eine Namensänderung. Sonar. Ging bis Version 8.5. Danach gab es kein Sonar 9, sondern Sonar X als Essential Studio oder Producer Paket. 2015 fiel dann die Bezeichnung X komplett weg und Sonar wurde als Abo-Modell angeboten. 2016 habe ich mir dann für knapp 600 Euro das Lifetime-Update gegönnt, also Vollausstattung mit lebenslangen Updates. Und gerade mal ein Jahr später wurde die Software im damaligen Besitz der Firma Gibson komplett eingestellt und viele Menschen, so wie ich, die sich ein Lifetime-Update besorgt haben, haben sich damit, ja, wir sagen mal in Bayern so schön, haben sie damit Pfotzen um Tischkanten, hau Kinder. Aber wieder nur ein Jahr später wurde dann die Lizenz von der Firma Bandlab erworben, zu Cakewalk zurückbenannt und seitdem ist es kostenlos verfügbar. Und zwar für alle. Bevor ihr euch also ein Abo-Modell zulegt, wie bei diesen Kollegen hier, probiert doch mal Cakewalk aus. ARA Integration steht für Audio Random Access und ist wie so eine VST-Schnittstelle nur viel besser. Besonders für Melodyne-User total praktisch. Damit kann ich Melodyne nämlich direkt einbinden und kann meine Tracks direkt damit bearbeiten. Bei anderen DAWs, zum Beispiel Pro Tools, ihr wisst schon, die Software, für die man monatlich blechen muss, wenn man keine Einschränkungen haben will, da geht das so. Zuerst zieht man Melodyne in den Track, startet den Transfer, drückt Wiedergabe und muss den gesamten Track durchspielen, damit Melodyne diesen aufnehmen kann. Erst dann kann ich ihn mit Melodyne bearbeiten. Bei Cakewalk mache ich einen Rechtsklick, Region FX Melodyne,
und dann kann ich sofort den Track bearbeiten. Spart Zeit. Und zwar viel Zeit. Außerdem kann man damit vor seinen Freunden flexen, nach dem Motto, wie Pro Tools kann das nicht. Und ja, Pro Tools kann auch ARA mit Melodyne, aber nur das Audio to MIDI, also eine Audiospur in eine MIDI-Spur umwandeln. Das kriegt Cakewalk aber auch hin. Sogar per Drag and Drop, aber hey, dafür zahle ich ja 99,99 im Monat. Keine Einschränkungen, und zwar bei der Auswahl der Spuren, Busse, Synths, VSTs und so weiter. Ich kann so viele Spuren und Busse anlegen, wie ich will. Ich bin weder bei der Anzahl der MIDI-Spuren, Audiospuren oder der Instrumentenspuren eingeschränkt. Andere DAWs, wie zum Beispiel Pro Tools, beschränken deine Projekte in der kostenlosen Version beispielsweise auf 16 Spuren. Das war wie gesagt in der kostenlosen Version. Die gibt's hier doch nicht mehr, aber Gott sei Dank hat sich Avid dafür eine Lösung einfallen lassen, die Superbrains. Eine 30-Tage-Testversion. Will ich fast keine Einschränkungen, zahle ich bei Pro Tools satte 74,50. Sind jetzt 99,99 pro Monat. Bei Cakewalk habe ich da überhaupt keine Limitierung, keine monatlichen Kosten und ich kann auch hier per VST-Schnittstelle mein digitales Studio jederzeit erweitern. Ein Haufen Effekte! Bereits mit an Bord ist eine schöne Auswahl an Effekten. Kompressor, Equalizer, Delay, Reverb und so weiter. Mit Cakewalk haben wir aber eins meiner absoluten Highlights. Den Pro Channel, da ist eigentlich alles drin, was wir zum Abmischen brauchen. Equalizer, Kompressor, Hall und auch ganz nice ein Stein, die Style Dial Effekte. Alles schon kostenlos mit dabei, ein ausführliches Video dazu habe ich hier. Virtuelle Instrumente, es gibt nicht nur VST-Effekte, sondern auch virtuelle Instrumente. Auch hier ist bei Cakewalk ein vernünftiges Set an Instrumenten von Startdeck mit dabei. Die sind besonders praktisch, wenn man zum Beispiel kein Schlagzeug, Bass oder Streicher spielen kann. Mit ein paar Klicks gebe ich meinem virtuellen Instrumenten Anweisung, was die spielen sollen. Ich kann entweder fertige Phrasen verwenden oder basteln mir mein eigenes Arrangement selber. Entweder mit der Maus, mit meinem Keyboard, ja genau, diesem Keyboard. Aber natürlich mit dem passenden Klavierkeyboard oder anderen kompatiblen Geräten. Mix Recall. Ich selber muss mich immer wieder an dieses geile Feature erinnern und in meinen Workflow integrieren, weil so als alter Cakewalk-Bär ist es für mich immer noch ein völlig ungewohntes, aber total geiles Konzept. Also jetzt passt mal auf, wie würdet ihr das machen? Ihr seid mit eurem Projekt so gut es geht fertig und verschickt es dann zur Freigabe an alle Bandmitglieder oder an alle Personen, die heute jetzt in dem Projekt involviert sind. So, und dann gibt es natürlich Feedback und da heißt zum Beispiel, die Gitarre muss lauter. Also, was macht man? Speichert es unter einer neuen Version ab, einen Dateinamen eingeben, Gitarre lauter und wieder verschicken. Neues Feedback, jetzt findet sich die Bassistin zu leise. Also nochmal neue Version abspeichern und Bass lauter. Und dann als Feedback, ach naja, die Version am Anfang war eigentlich doch die beste. Und da muss ich wieder zur alten Dateiversion zurück. So habe ich das sonst immer gemacht. Aber diesen umständlichen Umstand kann ich mir mit Mix Recall sparen. Jetzt muss ich nur noch mit einer einzigen Projektdatei arbeiten. Und habe ich einen bestimmten Meilenstein erreicht, kann ich mir einen sogenannten Snapshot machen und alle Einstellungen in diesem Projekt werden in diesem Snapshot abgespeichert. Führe ich nun Änderungen durch, kann ich diese dann in einem weiteren Snapshot auch wieder festhalten. Will ich dann später einen bestimmten Projektzustand wieder zurückhaben, dann kann ich mir einfach diesen Mix Recall abrufen. Und das ist auch super für AB-Vergleiche. Super anpassbar. Vorlagen, Effektketten. Ihr werdet im Laufe eurer Aufnahme- und Abmischkarriere einige eigene Arbeitsweisen entwickeln. Ich kategoriere zum Beispiel meine Tracks immer nach Farbe, nutze Reverb- und Delay-Effekte immer als Send in der Busspur und habe immer einen Limiter am Masterbus.
Anstatt das bei jedem Projekt immer wieder neu zu erstellen, kann ich auch einmal das komplett aufbauen und dann bei Cakewalk als Vorlage abspeichern. Oder ihr habt eure Lieblingssignalkette für Vocalspuren zusammengestellt, dann könnt ihr diese als FX-Chain abspeichern und in gewünschte Tracks per Drag and Drop reinziehen. Und nicht nur das. Sind es mehrere Effekte, könnt ihr eure gewünschten Parameter aus den Plugins hier verlinken und müsst zum Einstellen nicht jedes Plugin einzeln öffnen. Benutzerdefinierte Mappings für Drums, Spurvorlagen und. Allein zu diesem Thema könnte ich einen Haufen Video machen. Routing-Optionen. Busse, Sends, Aux-Points, so richtig komplexe Signalketten. Auch beim Thema Routing kann man Cakewalk nichts vormachen. Da gehen einfache Sachen wie alle Drumsignale in einen Drumbus zu schicken oder auch richtig komplizierter Scheiß, wie beispielsweise das hier. Track mit Gitarre durch einen virtuellen Amp, dann in den Bus Gitarren. Diese schicken einen Send an einen Reverb-Bus, beide Busse gehen zurück in einen Track. Dort durchleuchtet das Signal ein VST-EQ, geht dann über die Audioschnittstelle des Audio-Interfaces in einen externen Limiter und wieder zurück in den Track. Dort nochmals ein EQ und dann in den Masterbus. Cakewalk schließt da übrigens Kombinationen automatisch aus, die eine Feedback-Schleife verursachen würden, zumindest intern. Articulation Maps. Manche virtuellen Instrumente arbeiten mit sogenannten Key-Switches. Einfach gesagt, gespielte Noten, die beim Instrument keinen Ton erzeugen, den Ton aber meistens abändern. Diese virtuelle Gitarre zum Beispiel. Hier kann ich ganz normal einen Akkord greifen und die Gitarre spielt den entsprechenden Chord. Spiele ich jetzt nun diese MIDI-Note, wechselt die Gitarre zu einer anderen Spielweise. Meistens sind diese Key-Switches am oberen oder unteren Ende des gesamten Notenumfangs angesiedelt und mit ewigen Hin- und Her-Scrollen verbunden. Mit Articulation Maps kann ich mir farbig unterschiedliche Marker anlegen, Namen vergeben und diese auf das Spielen der jeweiligen Note einstellen. Arranger, vor allem beim Entstehungsprozess eines Songs sehr hilfreich. Ich kann damit meinen Song in verschiedene Bereiche unterteilen und diese später dann einfach per Drag and Drop in der Reihenfolge ändern. So kann ich mir mal eben mit ein paar Klicks einen komplett neuen Songverlauf erstellen. Und das aller Obergeilste so insgesamt? Viele dieser Dinge machen hauptsächlich eins, sie sparen dir einen Haufen Geld. Allein schon, wenn ich daran denke, mir ein Abo für so eine DAW zulegen zu müssen. Das Geld könnt ihr euch sparen. Und genauso könnt ihr euch das Geld sparen, indem ihr euch scheißteure Hardware kauft. Vor allem am Anfang. Es müssen keine 4000 Euro Preamps oder Mikrofone sein. Dieser Preamp hier von Behringer für gerade mal 160 Euro hat einen Blindtest bei Gearsluts gegen den Apogee für 5000 Euro gewonnen. Bevor du also einen Haufen Kohle für teure Hardware ausgibst, check doch mal dieses Video hier für ein günstiges Hardware-Starter-Set. Und darunter haben wir wieder ein Video zum Chillen. Hier ist dieser Abo-Button, der gern gedrückt werden möchte. Und bis dahin sage ich mal wieder Bussi aufs Bauchi-Bärli und Servus.